Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Jetzt kommt mein Kollege Professor Dr. Hartmut Zohm vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Der hält hier in Sonneberg einen Vortrag über den Bau eines Fusionsreaktors. Viel Vergnügen dabei. Guten Abend. Freut mich sehr, dass der Saal so voll ist. Ich habe mir auch Mühe gegeben, sozusagen die Brücke zu schlagen zwischen unserer Forschung, also Kernfusion auf der Erde als Energiequelle nutzbar zu machen, und der Sonne, die eigentlich unser Vorbild ist. Die Sonne ist ja ein Kernfusionsreaktor, der seine Energie bezieht aus Kernfusionsreaktionen und das schon seit 4,5 Milliarden Jahren und auch noch mal ungefähr so lange tun wird. Und wenn wir verstehen, wie in der Sonne die Kernfusion funktioniert, dann können wir uns auch überlegen, wie wir sowas auf Erden machen wollen. Sie können sich schon vorstellen, dass es ein paar Unterschiede gibt, sozusagen die Sonne auf Erden zu holen. Ist nicht so ganz einfach. Und da möchte ich jetzt im Einzelnen durchgehen. Hier rechts sehen Sie ein noch CAD-Modell eines Kernfusionsreaktors, der zurzeit ITER heißt der. Der wird zurzeit in Frankreich, Südfrankreich, in Cadarache aufgebaut. Da werde ich im Vortrag darauf eingehen. Mit dem glauben wir zum ersten Mal zu zeigen, dass wir Netto-Energie gewinnen können aus Kernfusionsreaktionen. Weil wir gewinnen schon Energie aus Kernfusionsreaktionen, aber es ist ganz einfach, wir stecken mehr Energie rein, um das Gas, das Plasma da drin zu heizen, als wir rausholen. Und das muss sich natürlich ändern, wenn man da das zur Energiegewinnung verwenden will. Ich will ganz allgemein anfangen und ein bisschen über Kernfusionsreaktionen reden. Was macht die Sonne? Was suchen wir uns auf der Erde aus? Warum können wir nicht genau das Gleiche machen, was die Sonne macht? Wenn wir das verstanden haben, können wir uns Konzepte für Fusionskraftwerke anschauen. Und ich habe die Sonne mal als Beispiel genommen und dann rede ich darüber, was wir im Labor machen. Und wenn wir das verstanden haben, dann zeige ich Ihnen, wie es mit unseren Experimenten steht und was die Zukunftsaussichten sind. Gibt eine Zusammenfassung und wir können sicher auch noch diskutieren, Fragen beantworten am Ende. Sehr gerne. Also fangen wir an mit Kernfusionsreaktionen. Jetzt diejenigen unter Ihnen, die sich schon auskennen und das alles wissen, die langweile ich jetzt ein bisschen, aber dann die anderen freuen sich vielleicht noch mal zu sehen. Wie ist unsere Materie aufgebaut? Unsere Materie ist aus Atomen aufgebaut. Atome bestehen aus einem Kern, der ist hier schematisch gezeigt in der Mitte, und der Elektronenhülle. Der Kern ist positiv geladen, da sind Protonen, die sind positiv geladen, und Neutronen drin, die sind elektrisch neutral. Und die Elektronen schwirren außen drum rum. Und es sind genauso viele Elektronen, also negative Ladungsträger, elektrische Ladungsträger wie positive, sodass das Ganze insgesamt von außen gesehen neutral ist. Das Bild ist eine krasse Fehldarstellung in den Größen. Und zwar sind Kerne ungefähr 10 hoch minus 15 Meter groß und die Elektronenhülle ungefähr 10 hoch minus 10 Meter. Jetzt habe ich da unten mal hingeschrieben, was 10 hoch minus 10 Meter bedeutet. Ich werde so Sachen häufiger sagen, 10 hoch plus 10 und 10 hoch minus 10. Einfach deshalb, weil es praktisch unmöglich ist, die Zahlen da immer hinzuschreiben. Sie sehen schon, 10 hoch minus 10 heißt 0, und dann 10 Nuller und an der letzten Stelle steht die 1. Das sind 10 hoch minus 10 Meter. Und es ist so, dass die Dimensionen von Kernen so klein sind, dass der Meter eigentlich kein gutes Maß dafür ist. Sie kennen vielleicht Angström, das wäre jetzt ein Angström sozusagen in der Größe. Das wird besser passen. Und ich werde sowas häufiger verwenden und dann immer wieder versuchen, Sie daran zu erinnern, was das bedeutet, wenn man so viele Nuller entweder links oder rechts vom Komma hat. Atomkerne, habe ich gesagt, bestehen aus positiv geladenen Protonen und neutralen Neutronen. Und wenn Sie sich das angucken, 10 hoch 5 ist der Unterschied. 10 hoch 5 ist 100.000, eine 1 mit 5 Nullern hinten dran. Das heißt, der Kern ist 100.000 Mal kleiner als die Elektronenhülle. Das heißt, wenn Sie so einen Kern sehen, so eine Elektronenhülle, so ein Atom sehen könnten, dann wäre der Kern so klein, dass Sie ihn mit dem Auge gar nicht wahrnehmen können. Atome bilden über chemische Bindungen Moleküle und Kristalle. Das heißt, die ganze Materie, die um uns herum ist, ist aus Atomen aufgebaut. Über solche Bindungen, die passieren alle in der Elektronenhülle. Und die typische Bindungsenergie, die nennen wir Elektronenvolt, das ist die Energie, die ein Elektron hat, wenn es eine Beschleunigung von einer Spannung von 1 Volt erfahren hat. Das ist einfach eine Einheit. Wenn ich da jetzt Joule hinschreiben würde, was die SI-Einheit ist dafür, dann steht da wieder 10 hoch minus 19. Besser ist es, sowas miteinander zu vergleichen. Also sozusagen, es geht um elektrische Felder nachher. Wie groß ist die Energie, die so ein Elektron aufnimmt, wenn es in einem elektrischen Feld beschleunigt wird? Und ich werde auch darauf zurückkommen, und dann denken Sie dran, typisch so, also wenn Reaktionen, chemische Reaktionen stattfinden, dann wird sowas Elektronenvolt, die Größenordnung, frei. Weil wir werden nämlich nachher sehen, bei Kernreaktionen ist die Energie pro Reaktion viel, viel größer. So, wie sieht jetzt der Atomkern aus? Habe ich schon gesagt, Protonen und Neutronen, die Farben sind leider
etwas anders als auf der Folie vorher. Die Bilder sind alle irgendwo aus Wikipedia genommen. Die können Sie auch sozusagen sich selbst raussuchen, wenn Sie schauen dabei. Da ist nichts sozusagen dran, was jetzt große Wissenschaft wäre. Das ist Allgemeinwissen. So, die bestehen aus den Neutronen und Protonen. Man nennt auch die Teilchen zusammen Nukleonen, Kernteilchen. Die Zahl der Protonen, also die positive Kernladung, bestimmt die chemischen Eigenschaften. Also wenn Sie das Periodensystem der Elemente angucken, das Sie sicher alle mal irgendwann gesehen haben, eine positive Ladung des Kerns Wasserstoff, zwei positive Ladungen Helium und dann geht es mit den positiven Ladungen immer weiter hier runter zu immer stärker geladenen Kernen und auch immer schwereren Kernen, weil ja dann immer mehr Protonen drin sind. Es gibt aber auch die Neutronen und die Zahl der Neutronen und der Protonen ist ungefähr gleich groß in so einem Kern. Das heißt, die Masse wird von den beiden zusammen bestimmt. Die sind auch ungefähr gleich schwer. Und da gibt es was ganz Wichtiges, haben Sie sicher auch schon mal gehört, Isotope. Isotope haben die gleiche Kernladung, sind also das gleiche Element, aber eine unterschiedliche Masse. Das heißt, es gibt zum Beispiel beim Wasserstoff, werden wir später sehen, ein Proton und ein Elektron drumherum, das ist das Wasserstoffatom. Es gibt aber auch ein Wasserstoffatom, wo ein Neutron dabei ist, sogenanntes schweres Wasser, Deuterium, und das überschwere Tritium, wo zwei Neutronen dabei sind. Die sind chemisch völlig äquivalent untereinander, alles Wasserstoff, deshalb heißt es auch als Element Wasserstoff, aber die Massenzahl ist unterschiedlich. Und die Kerneigenschaften sind deutlich unterschiedlich aufgrund von diesen unterschiedlichen Massen. So, wenn wir das alles geklärt haben, dann ist natürlich die Frage, wir haben so einen Atomkern, was hält denn den Atomkern überhaupt zusammen? Die elektrische Anziehung kann es nicht sein, denn ich habe gerade gesagt, die Protonen sind alle positiv geladen und gleichnamige elektrische Ladungen stoßen sich ab. Das heißt, es sorgt eher dafür, dass das alles auseinanderfliegen würde. Die Gravitation, die Schwerkraft kann es auch nicht sein. Die Massen sind winzig gering und spielen überhaupt keine Rolle, also die Gravitationskraft da drin. Und es gibt eine Kraft, die Kernkraft, sinnigerweise, die nur auf diesen kurzen Distanzen aktiv wird und dann aber sehr stark ist. Die nennt man auch die starke Wechselwirkung. Und das heißt, wenn Sie Nukleonen, Kernbausteine sehr nah zusammenbringen, dann spüren die diese Kernkraft und sind voneinander, miteinander angezogen und bilden ein Konglomerat. Und was Sie hier sehen, ist so ein Beispiel dafür. Das Beispiel ist ganz einfach. Ich habe eine Spritze genommen und auf meiner Schreibtischunterlage ein Experiment durchgeführt. Sie sehen Wassertröpfchen, Sie sehen zweites Wassertröpfchen. Wenn die zwei Wassertröpfchen nah genug beieinander sind, dann verschmelzen die miteinander. Das heißt, die versuchen sich, weil sie nah aneinander sind, ihre Oberfläche zu minimieren und möglichst viele nächste Nachbarn zu haben und wieder so eine Kugel zu machen. Und das ist genau der Trick bei der Kernkraft. Die wirkt nur zwischen den nächsten Nachbarn auf einem kleinen Raum. Die Bindungsenergie steigt, je mehr ich zusammenpacke, im Prinzip wird es immer größer, die Bindungsenergie. An der Oberfläche fehlen Nachbarn und da ist die Bindungsenergie kleiner. Und deshalb ist die Tendenz, immer wieder so eine Kugel zu formen, wo die Oberfläche im Verhältnis vom Volumen am kleinsten ist. Bei einem Wassertröpfchen ist es die Oberflächenspannung, hier ist es die Kernkraft, die das macht. Und Sie wissen auch, wenn ich jetzt so ein Tröpfchen genommen hätte und hier drüben irgendwo abgesetzt hätte, wenn die beiden nicht nah genug beieinander sind, passiert überhaupt nichts, dann verschmelzen die nicht miteinander, die Tröpfchen und die Kerne auch nicht. Die müssen sich so nah kommen, dass sie sich praktisch berühren. Also diese 10 hoch minus 15 Meter, die ich am Anfang bemerkt habe. Das ist die Grundlage der Kernfusion. Das führt übrigens, trägt deutlich weiter als nur so ein einfaches Bild. Es gibt tatsächlich, in den 30er Jahren wurde entwickelt, wurde ein Kernmodell entwickelt, das heißt das Tröpfchenmodell. Und das ist genau von diesen Annahmen ausgegangen. Das ist sozusagen, je näher das zusammenkommt, umso mehr Bindungsenergie gibt es, je mehr Teilchen drin sind und die Oberfläche wird dabei minimiert. Warum verschmelzen dann nicht alle Kerne nach und nach und es wird immer größer und größer? Naja, ich hatte Ihnen vorhin ja gesagt, das Ganze ist auch noch positiv geladen, die Protonen. Und das heißt, wenn Sie genug Protonen zusammentun, dann merken Sie die elektrische Abstoßung. Und wenn Sie versuchen, zu viele Teilchen zusammenzupacken, dann geht es nicht mehr, weil dann die elektrische Abstoßung eine Rolle spielt. Das heißt, es gibt ein Wechselspiel zwischen der Kernkraft, die versucht, möglichst viel in diese Kugel reinzupacken, und der elektrischen Abstoßung der Protonen. Und das führt dazu, dass wir, wenn wir uns die Bindungsenergie pro Kernbaustein, pro Nukleon, also pro Baustein, Proton oder Neutron anschauen, dass wir ein Maximum haben, hier irgendwo bei mittleren Gewichten, dass wir leichte Kerne miteinander verschmelzen können und dabei Energie gewinnen. Hierauf heißt es, die sind stärker gebunden, das heißt, wird Energie frei. Wir können auch schwere Kerne nehmen und die spalten, da wird auch Energie bei frei. Und da sehen Sie, beides sind Kernreaktionen, das ist die Fusion, das ist die Spaltung, aber die sind grundsätzlich anders. Also bei der
Fusion, Verschmelzung, nimmt man leichte Wasserstoff im Prinzip, leichte Kerne und verschmilzt die zu schwereren Helium. Und hier sorgt man dafür, dass schwere Kerne gespalten werden, zerfallen und dabei wird auch Energie frei. Das führt auch dazu, dass Kernfusion und Spaltung oft in einen Topf geworfen werden, weil beide Kern im Namen haben, aber die Prozesse sind grundsätzlich verschieden. Und auch ein Reaktor, den man bauen würde, wie Sie am Ende sehen werden, wäre deutlich anders als ein Spaltungsreaktor. Auf der letzten Folie stand noch typische Bindungsenergien von Atomkernen, 10 hoch 6 Elektronenvolt. Jetzt erinnern Sie sich noch daran, dass ich gesagt habe, die Bindungsenergie in so einer typischen Atomhülle ist vielleicht ein Elektronenvolt, das heißt, wir haben 10 hoch 6, das ist eine Million dazwischen. Das heißt, wenn Sie Kerne miteinander verschmelzen, wird bei jedem Kernverschmelzungsprozess eine Million mal mehr Energie frei, als wenn Sie zum Beispiel einen normalen Verbrennungsprozess machen, wo zum Beispiel Kohlenstoff und Sauerstoff sich verbinden in der Form. Und das heißt, es ist unheimlich effizient, wie mit dem Kernbrennstoff umgegangen werden kann. Das ist ein großer Vorteil von allen Kernreaktoren, von der Spaltung genauso. Die Menge von Material, die Sie anbringen müssen, ist eigentlich verschwindend gering. Millionenmal mehr ungefähr, weniger in der Masse, als Sie das machen müssen, wenn Sie zum Beispiel Kohle verbrennen im Kohlekraftwerk. Ein Kohlekraftwerk, bei uns steht eins um die Ecke, da fahren jeden Tag zwei Güterzüge mit Kohle rein, um die Energie zu liefern. Und ein Fusionskraftwerk würde Wasserstoff in so einer Streichholzschachtel benötigen, anstelle von zwei Güterzügen. Gut, wie kommen wir da ran, diese Energie frei zu machen und da Fusion zu machen oder auch Spaltung? Ja, um Fusion zu machen, habe ich Ihnen schon gesagt, muss man jetzt die Kerne sehr nah aneinander bringen. Und die Kerne sind positiv geladen, das heißt, die stoßen sich zunächst mal ab. Also Sie haben praktisch was sich abstößt und Sie müssen es erstmal aufeinander drücken. Und wenn es nah genug aneinander kommt, wirkt die Kernkraft, bildet diese Kugel und dabei wird viel Energie frei. Der Physiker oder die Physikerin malt gerne solche Energielandschaften. Da ist aufgemalt, wenn Sie jetzt den einen Wasserstoff auf den anderen draufbringen wollen, dann müssen Sie erstmal in der Energie hochgehen, müssen relativ viel Energie aufbringen und wenn es dann gebunden wird, fällt es sozusagen, wenn Sie es berührt, in einen Zustand rum, wo deutlich mehr Energie rauskommt, als Sie hierbei brauchen. Das ist gar nicht so ganz einfach. Schauen Sie hier rechts, das sind also zwei, was ich mache, das sind zwei Wasserstoffkerne und die denken gar nicht dran zu fusionieren, weil ich die mit einer Energie aufeinander geschossen habe, die nicht groß genug ist, um die elektrische Abstoßung zu überwinden. Das heißt, Sie müssen erstmal Energie investieren, relativ viel, werden wir nachher sehen, damit die Kerne sich so nah kommen und dann wirklich Fusion machen können. Hier ist jetzt so ein schönes Beispiel, wo es klappt. Da berühren die sich und dann zack, wandeln sie sich um, gibt eine Kernreaktion. Aus zwei Protonen zum Beispiel werden zwei andere Teilchen Helium am Schluss und dabei wird Energie frei. Das ist auch der Grund, warum wir nicht alle ständig fusionieren und die Materie sich nicht einfach sozusagen in einen großen Lichtblitz verabschiedet und eine riesige Kugel macht. Sie müssen diese Energie aufbringen, die viel größer ist als die typischen Energien, mit denen wir es im Leben so zu tun haben. So, was ist die notwendige Energie? Einige 10 Kiloelektronenvolt. Vorhin hatte ich Ihnen gesagt, typische Energie in der Elektronenhülle sind Elektronenvolt. Hier haben wir es mit einigen 10.000 Elektronenvolt zu tun. Da sehen Sie schon, Sie müssen erstmal einige Energie aufbringen, um es überhaupt zum Fusionieren zu bringen. Was gibt es für Fusionsreaktionen? Haben wir schon gesehen gehabt, vor allem Wasserstoff, der Helium bildet. Da gibt es besonders viel Energie, wird besonders viel frei. Und tatsächlich gibt es mehrere solche Reaktionen und die hängen davon ab, welche Art des Wasserstoffs man verwendet. Also der bei weitem am häufigsten, am weitesten häufig vorkommende Isotop ist der Wasserstoff einfach ein Proton. Das sind 99,99% sozusagen dieser Isotope sind alle einfach Protonen. Dann gibt es das schwere Wasser, hatte ich schon gesagt, wo ein Neutron dabei ist. Das macht dann die 0,01% aus. Und dann gibt es den überschweren Wasserstoff Tritium, das ist radioaktiv und zerfällt mit einer Halbwertszeit von 12 Jahren. Das heißt, das ist natürlich gar nicht vorhanden. Sprich, alle Kernfusionsreaktionen, die in Sternen zum Beispiel ablaufen, die müssen mit den Protonen auskommen und zwischendurch wird mal ein Deuterium produziert. Aber Tritium kommt in der Natur nicht vor und kommt auch in der Natur nicht in Kernfusionsreaktionen vor. Wenn man das benutzen will, was wir machen wollen, ich zeige Ihnen nachher warum, muss man sich das erzeugen. Und ich werde Ihnen auch ein bisschen erzählen, ganz am Schluss, wie man das macht. Hier sind so typische Reaktionen. Hier oben, das ist die, die in der Sonne passiert, die sogenannte Protonenkette. Lassen Sie sich nicht abschrecken von diesen vielen Symbolen. Da gibt es einfach, man fängt an mit zwei Protonen, man kriegt ein Deuterium raus und zwei leichte Teilchen.
Ein Deuterium und ein Proton macht ein Helium-3, das ist ein selten vorkommendes Isotop vom Helium, und die zwei zusammen können ein Helium-4 machen. Und der Strich heißt, wenn die Summe drunter machen, gibt es einfach 4 Protonen, aus denen so ein Helium gemacht wird. Dazu sind diese zwei Teilchen, das sind leichte Teilchen, ein Positron und ein Neutrino, die dabei entstehen. Die tragen Energie weg, aber praktisch nichts von der Masse da drin. Die sind aber ganz wichtig, weil die nehmen nicht an der starken Wechselwirkung, an der Kernkraft teil, sondern nur an der sogenannten schwachen Wechselwirkung. Und die ist tatsächlich so viel schwächer, ungefähr 10 hoch 25 Mal schwächer, also 0,00025 Nuller und die 1 hinten dran. Und das sorgt dafür, dass die Reaktion, die in der Sonne abläuft, eigentlich sehr ineffizient ist. Die Sonne verbrennt ganz, ganz langsam ihren, also im Vergleich zu dem, was wir auf der Erde machen wollen, ganz langsam ihren Vorrat von Protonen. Ich hatte es am Anfang gesagt, 4,5 Milliarden Jahre bis jetzt und noch weitere, man schätzt die Lebensdauer so auf 9 Milliarden Jahre. Wenn man das umgehen will und Kernfusionsreaktionen nehmen, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben zu reagieren, dann muss man Deuterium nehmen oder Deuterium und Tritium. Da kommt am Schluss auch Helium bei raus und auch Energie, aber die sind viel effizienter, weil da diese schwache Wechselwirkung nicht dran beteiligt ist. Und ich zeige Ihnen das, die Wahrscheinlichkeit sozusagen, dass Fusion stattfindet, am Konzept des sogenannten Wirkungsquerschnitts. Da stellt man sich Folgendes vor. Stellen Sie sich vor, Sie haben hier so ein Volumen oder eine Scheibe und da sind einige Wasserstoffkerne drin und Sie schießen andere Wasserstoffkerne drauf. Und die Frage ist, wie wahrscheinlich ist es denn, dass so eine Reaktion passiert? Und dafür sagt man, man nimmt den sogenannten Wirkungsquerschnitt, da stellt man sich jetzt vor für diese Reaktion, an den Wasserstoff macht man so eine kleine Scheibe dran und die Scheibe sagt geometrisch sozusagen, wenn der andere Wasserstoff auf dieser Scheibe auftrifft, dann gibt es eine Reaktion und wenn es dran vorbeigeht, gibt es keine Reaktion. Also die ganz komplizierte Physik, die in der starken Wechselwirkung drinsteckt, hat man einfach geometrisch auf den sogenannten Wirkungsquerschnitt runtergebrochen. Und jetzt werden Sie gleich sehen, wie stark unterschiedlich die Fusionswahrscheinlichkeit ist für diese verschiedenen Wasserstoffisotope. Links habe ich Ihnen nämlich aufgetragen als Funktion der Energie diese direkten Kernreaktionen, Deuterium-Tritium, Deuterium-Deuterium. Da sehen Sie schon, Deuterium und Tritium hat den größten Wirkungsquerschnitt, also ist am wahrscheinlichsten, dass es da Reaktionen gibt. Deshalb versuchen wir auch im Labor, Deuterium und Tritium zu fusionieren. Deuterium und Deuterium könnte man auch nehmen miteinander, aber da ist schon der Wirkungsquerschnitt kleiner. Und hier drüben, das ist das, was in der Sonne passiert, und das ist Deuterium-Tritium. Und wenn Sie auf die Skala gucken, da sind da 25 oder 24 Größenordnungen dazwischen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wenn Sie Protonen aufeinander schießen werden, die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Kernfusionsreaktion gibt, ist 10 hoch 24 mal kleiner, also 0,00024 Nuller kleiner als für Deuterium und Tritium. Und das heißt einfach, wenn wir auf der Erde die Sonne nachbauen wollen und keine 9 Milliarden Jahre warten wollen, bis sich dabei was tut, dann müssen wir diese Reaktion nehmen und nicht die gleiche wie in der Sonne. Und deshalb werde ich Ihnen jetzt gleich zeigen, dass wenn wir sozusagen einen Kernfusionsreaktor auf der Erde bauen wollen, dass wir nicht Protonen wie die Sonne verschmelzen können, sondern wir müssen Deuterium oder Deuterium und Tritium nehmen. Gut, also das haben wir davon gelernt sozusagen. Wir nehmen Wasserstoff, wir müssen Wasserstoffisotope nehmen. Wir müssen auf eine Energie von so 10, 20, 30 Kiloelektronenvolt kommen. Und wenn diese Energie da ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß genug, dass das Ganze auch anfängt zu reagieren und Kernfusion macht. Und da können wir uns überlegen, wie bauen wir denn jetzt ein Fusionskraftwerk? Also die Aufgabe ist ganz einfach. Hier wären Elektronenvolt frei pro Reaktion, hier wären Megaelektronenvolt frei pro Reaktion. Sie müssen im Prinzip das Gleiche machen wie in dem Ofen. Sie müssen ein Wasserstoffgas nehmen, Sie müssen das einsperren in Volumen, Sie müssen es aufheizen, dass es heiß genug ist, dass die Reaktion in Gang kommt und dann brennt es gemütlich vor sich hin. Gut, heiß werden ist ein bisschen was anderes als in dem Ofen. Wir haben vorhin gesehen, ungefähr 1,5 kV bei der Protonenkette, 20 kV bei der Fusion von D und T. Und wenn Sie das übersetzen in Temperaturen, also stellen Sie sich vor, Sie nehmen das Gas und heizen das so auf, dass die typische thermische Bewegungsenergie von der Größenordnung 20 kV ist, dann sind das 200 Millionen Grad Celsius. Und für die, die wissen, dass es einen Unterschied zwischen Celsius und Kelvin gibt, der spielt bei diesen Zahlen keine Rolle. Also die Sonne ist typisch 15 Millionen Grad heiß im Zentrum und wir müssen es, weil wir eine andere Kernreaktion benutzen, noch heißer machen, nämlich 200 Millionen Grad Celsius. Das heißt, die Aufgabe, so ganz locker dahingesagt, ist, wir müssen einen Ofen bauen, in dem wir ein Gas einsperren aus Wasserstoff, das aufheizen auf 200 Millionen Grad Celsius und schon gibt es Fusionsenergie raus. Okay, wie macht man das? Klingt nicht so ganz einfach.
gibt natürlich, können Sie sich vorstellen, es gibt zwei Probleme. Das eine Problem ist die Wärmeisolation. Also man kann sich vorstellen, wenn ich 200 Millionen Grad heiß machen will, muss ich ganz schön heizen am Anfang, um es anzuzünden. Und da sollte die Wärmeisolation gut sein, damit also sozusagen auch überhaupt die hohe Temperatur zustande kommt im Zentrum. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie nehmen so ein Gas und heizen das auf, dann entwickelt es Druck, starken Druck. Und die Expansionskraft, der Expansionsdruck des heißen Gases muss vom Behälter auch kompensiert werden. Also Sie müssen sich die zwei Sachen überlegen. Wie isoliere ich das gegen Wärmeverluste gut genug, damit ich nicht wahnsinnig viel heizen muss, um es auf die Temperatur zu kriegen? Und wie gehe ich mit dem Expansionsdruck um? Jetzt, wenn Sie Materie auf 200 Millionen Grad erhitzen, dann haben Sie keinen Festkörper und auch keine Flüssigkeit und auch kein Gas, sondern ein sogenanntes Plasma. Das heißt, die Materie geht dann in den sogenannten vierten Aggregatzustand oder vierten Zustand der Materie über, das Plasma. Also hier am Beispiel von Wasser. Wenn es kalt ist, dann ist es fest und ist Eis, dann schmilzt es und wird Wasser, dann wird es heiß und wird Wasserdampf. Und wenn Sie es noch heißer machen, wird daraus Plasma. Und das heißt, in einem Plasma sind die Elektronen und die Atomkerne im Wesentlichen voneinander getrennt und völlig frei beweglich. Also stellen Sie sich mal vor, Sie nehmen so ein Atom. Da habe ich gesagt, die Bindungsenergie zwischen den Elektronen und dem Kern sind typisch Elektronenvolt. Und Sie machen das so heiß, dass die Temperatur, also die thermische Bewegung, Kiloelektronenvolt, also dem Tausendfachen der Bindungsenergie entspricht. Dann merken die überhaupt nicht mehr, dass die mal gebunden waren miteinander. Sie bewegen sich völlig frei durcheinander. Und das heißt, beim Plasma haben wir es mit einem Gas zu tun. Es verhält sich in gewisser Weise wie ein ganz normales Gas. Wenn ich es heiß mache, wenn ich die Dichte höher mache, geht der Druck rauf. Aber Elektronen und Protonen oder Elektronen und positiv geladene Teilchen sind nicht aneinander gebunden, sondern können sich ganz frei bewegen da drin. Das ist ein ganz faszinierender Zustand. Hier unten steht irgendwo, mehr als 99% der sichtbaren Materie im Universum ist im Plasmazustand. Wir nicht. Auf der Erde ist sozusagen Ausnahmestellung, da ist es so kalt, dass das nicht passiert. Sobald die Temperaturen so hoch wären, dass die thermische Energie größer ist als die Bindungsenergie, befindet sich die Materie im Plasmazustand. Und die sichtbare Materie im Universum, Sterne, Nebel, alles, was Sie so hier sozusagen anschauen können, auch sozusagen, womit sich die Astronomen, die Astrophysiker beschäftigen, ist im Wesentlichen im Plasmazustand. Auf der Erde kommt das Plasma nur vor, wenn man Energie zuführt und das sozusagen zwingt in den Plasmazustand. Blitze, hier oben das Bild, sind typisches Plasmaphänomen. Leuchtstoffröhren, die jetzt auch schon wieder nicht mehr in sind. Da ist ein Plasma, eine Plasmaentladung innen drin, in der sozusagen so eine Plasmaentladung brennt. Aber man muss immer auf der Erde Energie zuführen, weil der Normalzustand ist einfach die rekombinierte, die neutrale Materie. Gut, wie macht die Sonne das? Wir haben ein gewisses Problem. Das Plasma ist nicht nur sehr frei beweglich, sondern es sind auch noch sehr viele Teilchen in der Sonne zum Beispiel. Und die Wärmeleitfähigkeit von Plasma ist enorm hoch. Also die Wärmeleitfähigkeit von einem Plasma bei 15 Millionen Grad, so wie im Sonneninneren, ist ungefähr vergleichbar zu Kupfer. Das wissen Sie alle, Kupfer leitet die Wärme sehr, sehr gut. Wenn Sie an einer, also einen Kupferstab halten, an einer Stelle einen Bunsenbrenner hinhalten, an der anderen Stelle die Hand hin, werden Sie sehr schnell merken, wie die Wärme da ankommt. Also Plasma eignet sich überhaupt nicht, um Wärmeisolation zu machen. Genau das, was wir eigentlich tun wollen. Wir wollen ja sozusagen Gradienten aufbauen. Im Zentrum soll es heiß sein, draußen soll es kalt sein. Die Sonne macht das ganz einfach. Die Sonne ist groß. Die Sonne hat einen Radius von ungefähr 700.000 Kilometer und das ist die Temperatur über den Sonnenradius von 15 Millionen Grad im Zentrum bis da raus und die braucht tatsächlich diese, also wenn Sie sich überlegen, Sie packen Isolationsmaterial, immer mehr Plasma hin, um einen Gradienten aufrechtzuerhalten, dann müssen Sie 700.000 Kilometer Isolationsmaterial hinpacken, damit die Temperatur darunter abfällt. In Wirklichkeit ist es noch ein bisschen komplizierter, weil der Wärmetransport auch über Strahlung geht im Inneren der Sonne, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Können Sie sich sozusagen so ungefähr merken. Also das ist so typisch die Größe, die man braucht, um diesen Gradienten aufzubauen. Das heißt, auf der Erde, weil wir keine 700.000 Kilometer zur Verfügung haben, der Erdradius ist 6.300 Kilometer, müssen wir irgendwas anderes machen. Jetzt klingt das wie Mission Impossible, sozusagen von diesen Größen runterzukommen und die Wärmeisolation so zu erhöhen, dass man hier Raumtemperatur und hier 100 Millionen Grad haben kann. Es hilft uns aber, dass das Plasma, wenn die Materie im Plasmazustand ist, geladen ist und dass geladene Teilchen vom Magnetfeld beeinflusst werden können. Hier sind Magnetfeldlinien schematisch aufgezeichnet. Da sind Ionen und Elektronen eingezeichnet. Und Ionen und Elektronen erfahren die sogenannte Lorentzkraft.
im Magnetfeld. Das heißt, die gehen auf so eine Spiralbahn und Spiralen, also frei längs des Magnetfelds, können sie sich frei bewegen, aber senkrecht dazu haben sie diese Spiralenbewegung. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie das Magnetfeld stark genug machen und ein geladenes Teilchen hinschicken, das läuft wie auf Schienen. Das macht diese, wenn das Magnetfeld stark genug ist, ist der Radius von dieser Gyrationsbewegung, nennen wir das, von der Schraubenbewegung sehr klein. Und da können Sie die Teilchen führen längs des Magnetfelds. Sprich, wenn ich hier ein Magnetfeld hätte, also eine große Spule, die hier so ein Magnetfeld macht in die Richtung, dann können die Teilchen senkrecht zum Magnetfeld praktisch nicht weg, an die Magnetfeldlinien gebunden. Und längs des Magnetfelds bewegen sie sich noch mehr oder weniger frei. Klingt jetzt auch noch nicht so prickelnd, weil dann kann ich senkrecht zum Magnetfeld sehr heiß zu machen, dann hauen die Teilchen einfach längs des Magnetfelds ab. Aber schlau wie man ist natürlich, sagt man, wir wollen keine lineare Anordnung, wir biegen das zu einem sogenannten Torus, also machen kreisförmige, geschlossene Magnetfeldlinien, dann laufen die Teilchen immer im Kreis. So sieht der magnetische Einschluss auch tatsächlich aus von Fusionsplasmen. Die Magnetfeldlinien, das ist jetzt ein Trick, werden so schraubenförmig ausgeprägt in unseren Experimenten. Dann laufen die Teilchen diesen Schrauben hinterher, bleiben auf so einer sogenannten Fläche, magnetischen Fläche drauf. Und dann können sie tatsächlich einen Gradienten hinkriegen, weil die Teilchen können ja, sie können dann schon noch, wenn sie sich mal begegnen und stoßen, aber ansonsten laufen die brav, also ein einzelnes Teilchen würde brav dem Magnetfeld hinterherlaufen und könnte gar nicht mehr raus. Und egal wie heiß sie es da drin machen, wenn der Larmor-Radius, dieser Gyrationsradius klein genug ist, bleibt das Teilchen dann mal drin eingeschlossen. Kurzer Zwischenbemerkung, wenn wir Besuchergruppen haben im Institut, wird immer gesagt, ah, das kenne ich schon, das ist wie CERN, da laufen die Teilchen auch im Kreis. Das ist überhaupt nicht wie CERN. Also erstens, in CERN laufen die Teilchen nicht längs des Magnetfelds, sondern das Magnetfeld steht praktisch so und die Teilchen sind ein riesiger Gyrationsradius, der unter dem Genfer See und Frankreich und der Schweiz durchläuft. Und die Teilchen haben auch keine Temperatur, sondern gerichtete Energie am CERN. Die werden beschleunigt und die haben alle die gleiche Energie. Temperatur heißt gerade, dass ich eine Verteilung habe und dass sich die Teilchen mit einer bestimmten kinetischen Energie in alle möglichen Richtungen bewegen. So wie bei, kennt vielleicht jemand die Brownsche Bewegung so ungefähr. Das heißt, die Teilchen schwirren umeinander sozusagen stochastisch und sind gar nicht gerichtet. Man kann dem Strahl im CERN auch eine Temperatur zuschreiben und die ist 0,25 Elektronenvolt. Während die Energie 10 hoch 9 Elektronenvolt ist. Das ist einfach die Temperatur aus der Quelle, wo die Teilchen rauskommen dabei. Aber die Teilchen gehen mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit im Kreis rum, sind aber praktisch nur ein so ein Larmor-Radius. Gut, jetzt also zurück. Unsere Aufgabe heißt also, wir bauen eine Apparatur, in der wir so eine Magnetfeldgeometrie erzeugen. Dann tun wir ein Wasserstoffgas rein, heizen das auf, das wird zum Plasma, das ist im Magnetfeld eingeschlossen. Und dann können wir es tatsächlich aufheizen. Gleich werde ich Ihnen erzählen, sozusagen, wie groß die Wärmeleitfähigkeit dann ist. Die ist nämlich nicht null, sondern hat immer noch einen endlichen Wert. Und man muss immer noch ganz kräftig heizen, aber es gelingt uns tatsächlich, die Wärmeisolation ganz drastisch zu erhöhen. Da drin überhaupt so kann das nur möglich werden, dass man auf der Erde versucht, diese Temperaturen zu erreichen. So, wie sehen so Anlagen aus? Das ist ein sogenannter Stellarator. Das Blaue sind alles Magnetfeldspulen. Die Magnetfeldspulen sind so prima dreidimensional geformt, damit die diese verschraubten Feldlinien produzieren können, alle mit einem Feld von außen. Hier ist normalerweise sind auch solche Spulen, die sind nur weggelassen, dass man das Plasma besser sehen kann. Und Sie gucken auf eine so eine magnetische Fläche, das Gelbe, die werden auch so ineinander geschachtelt und das Grüne ist eine magnetische Feldlinie, die sich da drauf bewegt. Dieser Stellarator hat den großen Vorteil, dass das Magnetfeld stationär erzeugt wird und dann schließt man das Plasma drin ein und fertig sozusagen. Es hat den großen Nachteil, sehen Sie dem Ding schon an, das ist nicht so super leicht zu designen und zu bauen. Es gibt ein großes Stellarator-Experiment in Greifswald, das von unserem Institut. Wir haben zwei Standorte, einen in Garching in Bayern und einen an der Ostsee in Greifswald. In Greifswald betreiben wir so einen Stellarator seit 3-4 Jahren jetzt. In Garching betreiben wir ein anderes Experiment, zeige ich Ihnen gleich, sogenanntes Tokamak-Experiment. Aber wir untersuchen beide diese Linien des magnetischen Einschlusses. Wenn Sie sich fragen, wie aus einem bayerischen Institut ein Experiment an die Ostsee kommt, dann ist die Antwort ganz einfach. 1991 oder 92 wurden händeringend Projekte gesucht, mit denen man sozusagen in den neuen Bundesländern
Wissenschaft machen kann und da sozusagen diese ganzen Institutionen bewegen kann, da hinzugehen, Max-Planck-Gesellschaft zum Beispiel. Und da war es möglich, die Planung zu einem solchen Experiment, die wir immer in der Schublade gehabt haben und eigentlich das Geld nicht gehabt haben, also niemand hat uns das Geld gegeben damals. Und dann durch glückliche Fügung gab es diese Geschichte, dann haben wir einen neuen Institutsteil in Greifswald aufgebaut. Inzwischen eine absolute Erfolgsgeschichte, war ein steiniger Weg sozusagen dahin zu kommen, aber inzwischen funktioniert es ganz prima. Man sieht auch noch, dass das Ding in Garching und nicht in Greifswald gebaut wurde, wegen des Namens Wendelstein. Das ist ein Berg in den bayerischen Voralpen, sozusagen, nachdem dieses Ding benannt ist und dann transferiert wurde. Sonst hätte es vielleicht, ich weiß nicht was, Budden oder Rügen oder sonst was geheißen. Gut, das zweite ist der sogenannte Tokamak. Das ist eine russische Erfindung, funktioniert ganz hervorragend, hat die typischen Merkmale einer russischen Erfindung. Es ist einfach und es funktioniert, das ist immer so. Die Idee ist, wenn sich die roten Spulen angucken, sie nehmen so eine Spule, das ist tatsächlich, wie ich es vorher gesagt habe, so eine lineare Anordnung und biegen die zum Torus. Zack. Und dann haben sie eine Anordnung, in der die Teilchen im Kreis laufen, aber leider noch nicht die verschraubten Feldlinien und sie würden die Teilchen verlieren daraus. Und das lässt man in dem Plasma, das ja sehr gut nicht nur elektrisch, sondern auch nicht nur thermisch, sondern auch elektrisch leitfähig ist, einen starken Strom fließen. Der Strom macht ein Magnetfeld, der fließt so toroidal, der macht so ein Magnetfeld. Und diese Komponente plus diese Komponente zusammen sorgt genau dafür, dass das Ganze helikal verschraubt ist. Nachteil, Sie müssen den Strom da irgendwie reinkriegen, das macht man mit dem Transformator. Hier steht eine zweite Spule, in der fließt ein Primärstrom, der induziert in dem Plasma einen Plasmastrom. Und das heißt, wenn Sie den Transformator, den gesamten Strom durchgefahren haben, dann ist die Entladung zu Ende. Das heißt, ein Nachteil des Tokamaks ist, Sie können den Sekunden, 10 Sekunden, Minuten, vielleicht auch eine Stunde betreiben, aber Steady State, stationär, so wie den Stellarator, kann man ihm so ganz einfach nicht einfach ansehen. Da muss man ziemlich Tricks machen und da sind wir auch noch nicht so weit, dass wir es tatsächlich völlig stationär machen könnten. Auch hier bewegen wir uns wieder in Größenordnungen und Zehnerpotenzen, die im täglichen Leben nicht so ganz einfach sind. Das Plasma, habe ich gesagt, ist extrem gut elektrisch leitfähig. Das heißt, wir induzieren mit unserem Transformator einen Strom hier drin. Der ist von der Größenordnung 1 Megaampere, also 1 Million Ampere. Typischer Strom im Haushalt ist so ein 0,5 Ampere oder so vielleicht. Oder 10, 20, 30 Ampere in einem Anlasserkabel, wo Sie dann wissen, dass das Kabel auch schon so dick sein muss, weil man Angst hat, dass das verschmort. Das ist 1 Million Ampere und die treiben wir wegen der hohen elektrischen Leitfähigkeit mit 1 Volt. Das heißt, die Spannung ist kleiner als die Spannung aus so einer kleinen Batteriezelle raus und damit kann man 1 Megaampere da im Kreis fließen lassen. Das funktioniert ganz hervorragend. Also das ist das Konzept, unser Astex-Upgrade-Experiment in Garching. Wenn man da reinschaut, sehen Sie, da ist jetzt die Kammer, in der das Plasma gezündet wird, wenn der Herr das Gefäß verlassen hat natürlich. Hinter dieser inneren Wand, da befindet sich die Transformatorspule und Sie sehen auch, das ganze Gefäß ist ausgekleidet mit so Wärmeschutzkacheln, denn wenn das Plasma doch mal die Wand berührt, dann kommt natürlich das heiße Plasma mit der Wand in Berührung und das will man nicht haben. Wenn man jetzt noch einen Schritt weiter guckt, gleiche Aufnahme, gleiches Objektiv, gleicher Blick in so eine Plasmaentladung rein, dann sieht es so aus. Total unspektakulär, oder? Es liegt im Wesentlichen daran, dass Sie alle keinen Röntgenblick haben. Das Plasma strahlt nämlich gar nicht mehr im sichtbaren Bereich, weil es vollständig ionisiert ist, strahlt im Röntgenbereich. Das heißt, die schönen Flussflächen, diese magnetischen Flächen, die würden Sie hier drin sehen, wenn Sie da Röntgenblick reingucken könnten. Wir sehen nur die irdisch kalten Zonen, in denen das Plasma mit der Wand in Kontakt steht und abkühlt und rekombiniert und der Wasserstoff so kalt ist, dass er Linienstrahlung im sichtbaren Bereich aussenden kann. Und es schaut vielleicht nicht so spektakulär aus, aber so eine Entladung, wie ich sie Ihnen jetzt gerade gezeigt habe, wenn Sie jetzt rechts schauen, da ist die Sonne, da ist Garching bei München, da ist die Temperatur der Ionen 150 Millionen Grad, also 10-mal heißer als im Innern der Sonne. Und was hier 700.000 Kilometer waren, ist hier 0,5 Meter. Das heißt, unsere Isolation geht Raumtemperatur, oder die Kacheln werden dann heiß, 300 Grad, und im Zentrum 15 Millionen Grad. Und das Magnetfeld sorgt dafür, dass die Wärmeisolation so gut ist, dass man diesen hohen Gradienten aufrechterhalten kann. Sie sehen hier dieses Fachchinesisch dran, das heißt einfach, wenn ich unterschiedliche Magnetfeldkonfigurationen einstelle, kann ich auch unterschiedlich guten Einschluss des Plasmas machen. Also da steckt viel Grips drin und Erfindung dann, dass man sieht, wie man diese Magnetfeldkonfiguration so optimiert, dass man auch wirklich die hohen Temperaturen hinkriegt. Aber wir können sagen, wir haben die Temperaturen
für die Fusionsreaktion im Griff und die erzeugen wir in unseren Experimenten täglich. Und das heißt, es muss noch irgendwas fehlen in meiner schönen Geschichte, denn ansonsten hätten wir den Fusionsreaktor auf Erden schon. Und jetzt kommen die Sachen, die ich vorher gesagt habe. Wärmeisolation, wir heizen das Plasma, also das, was Sie jetzt gerade gesehen haben, na gut, hier für diese Temperaturen heizen wir in dem Experiment mit ungefähr 20 Megawatt. Ihre Küchenmikrowelle hat 1 Kilowatt, das heißt 20 Megawatt sind 20.000 Küchenmikrowellen, die wir benutzen, um das Plasma aufzuheizen, da drin auf die Temperaturen. Und die Frage ist natürlich, kommt dabei durch Fusionsreaktionen mehr Leistung raus, als wir reinstecken, um es aufzuheizen. Und eigentlich, dann haben wir unseren Job erfüllt sozusagen, wenn die Fusionsreaktionen, die da drin stattfinden, das Plasma selbst heizen und wir das zum Anzünden unserer 20 Megawatt einfach ausschalten können. Und da spielt die Wärmeisolation eine ganz große Rolle und man kann sich anschauen, Energiebilanz, was muss man denn erreichen? Also wenn man es über den Daumen peilt, für eine effiziente Energiegewinnung müssen die Energieverluste durch Strahlung und Wärmeleitung von der Fusionsleistung kompensiert werden. Das heißt, die Verlustleistung, was rausgeht an Wärme, muss durch Fusionsleistung nachgefüttert werden. Das kann man umschreiben in Plasmaparameter, das ist das sogenannte Lawson-Kriterium, das werde ich Ihnen gleich zeigen. Das zeigt einem, wann man denn so ein Plasma gezündet hat, was für Parameter man braucht. Wir haben geredet über die Temperatur, wir werden reden über die Dichte, also wie viele Teilchen drin sind. Und es gibt noch eine wichtige Größe, die sogenannte Energieeinschlusszeit. Die kennzeichnet die Isolationsgüte meiner Anordnung. Also Energieinhalt durch Energieeinschlusszeit ist die Verlustleistung. Wenn Ihnen das zu fachchinesisch aussieht, da haben Sie einen Behälter, der hat ungefähr 10 Minuten Energieeinschlusszeit, dann ist der Kaffee nämlich kalt. Und da haben Sie einen Behälter, der hat vielleicht 10 Stunden Energieeinschlusszeit. Und die Frage ist, was muss man für eine Energieeinschlusszeit in unseren Plasmaentladungen machen? Und nicht verwechseln mit der Entladungsdauer. Unser Plasma brennt 10 Sekunden in dem Astex Upgrade-Experiment, wird bis zu einer halben Stunde brennen in dem Wendelstein 7X-Experiment, weil das supraleitende Spulen hat. Aber die Energieanschlusszeit ist die Zeit, wenn Sie Heizung ausschalten, wie lange dauert es, bis das Ganze wieder kalt ist. Und die ist viel kürzer als die Entladungsdauer. So, jetzt kann man hergehen und diese ganz einfache Gleichung hinschreiben. Man kann hinschreiben, wie groß ist der Verlust. Den haben wir hier schon Energieinhalt durch Energieanschlusszeit ausgedrückt. Und rechts eine Formel für die Fusionsleistung. Wenn Sie das tun, dann sieht man, dass man das immer schreiben kann als eine Bedingung von der Dichte, also wie viele Teilchen sind im Volumen in so einem Würfel drin, mal der Energieeinschlusszeit größer gleich irgendeine Funktion der Temperatur. Und die rechte Seite, die nur von der Temperatur abhängt, hat für die verschiedenen Fusionsreaktionen ganz unterschiedliche Werte. Das nennt man jetzt Lawson-Kriterium sozusagen in dieser Form. Und hier habe ich es hingeschrieben für die Protonenkette bei 15 Millionen Grad Celsius, also in der Sonne. Und hier drunter steht das bei 200 Millionen Grad Celsius für unsere DT-Reaktion. Und wenn Sie auf den numerischen Wert gucken, sehen Sie sofort den Unterschied zwischen Erde und Sonne. Da sind nämlich wieder unsere stolzen 25 Größenordnungen dazwischen. Das heißt, in der Sonne muss man diesen Parameter um 10 hoch 25, 1 mit 25 Nullen, höher treiben, als wir das vorhaben bei uns im Experiment. Und wenn uns das gelingt, dann kommen wir auch tatsächlich dahin. Jetzt kann man das Ganze sozusagen checken, wie macht die Sonne das? Naja, die Sonne erfüllt das Lawson-Kriterium genau bei 15 Millionen Grad Celsius, 10 hoch 31 Teilchen pro Kubikmeter und 10 hoch 14 Sekunden Energieeinschlusszeit. Muss man sich überlegen, was das heißt. 10 hoch 14 Sekunden sind 10 Milliarden Jahre. Das heißt, die Energie braucht 10 Milliarden Jahre, um ein Photon, um aus dem Zentrum der Sonne rauszukommen, an die Oberfläche. Das ist die Energieeinschlusszeit. Das ist auch klar, das werden wir im Experiment wahrscheinlich nicht hinkriegen. 10 hoch 31 Teilchen pro Kubikmeter. Uns umgebende Luft hat 10 hoch 26 ungefähr Teilchen pro Kubikmeter. Das heißt, es ist 100.000 Mal dichter, mehr Teilchen im Volumen als in Luft. Festkörper hat 10 hoch 28, also immer noch ein Faktor 1000 dichter, als das zum Beispiel in einem Stück Eisen ist. Das heißt, die Materie ist extrem komprimiert. Wenn Sie Dichte mal Temperatur nehmen, es gibt den Druck, dann kommen stolze 10 hoch 11 Bar raus. Das heißt, im Sonnenzentrum gibt es einen Druck von 10 hoch 11 Bar. Der muss irgendwie von dem Behälter Sonne aufgefangen werden und das tut er tatsächlich über die Gravitationskraft. Wenn Sie nämlich ganz viel Masse zusammentun, dann können Sie tatsächlich Kraft, sozusagen die Anziehungskraft, die Zusammenhaltekraft davon so groß machen, dass diesem Druck standgehalten werden kann. Und ganz billig können Sie sich das überlegen, die Sonne brennt nur in ihrem Kern, also hier im Zentrum auf ungefähr 150.000 Kilometer und das sind 700.000 Kilometer. Stellen Sie sich vor, der Kern ist eine Kugel mit einer großen Masse
Und drumherum gibt es den Rest der Sonne als Kugelschale, die keine andere Aufgabe hat, als mit ihrer Masse vom Kern angezogen zu werden und diesem Druck des expandierenden Gases, diesen 10 hoch 11 Bar im Zentrum, entgegenzuhalten. Und zu meiner Freude sozusagen, das wirkliche Problem mathematisch zu lösen, ist viel schwieriger. Aber wenn Sie das machen, was ich Ihnen gerade gesagt habe, stimmt es bis auf den Faktor 2. Also wenn man einfach die Kugel nimmt und außen rum und dann sozusagen ausrechnet, ganz einfach mit Newtonscher Mechanik, kommt gleich raus, der Druck ist ungefähr 10 hoch 11 Bar im Zentrum. Also die Sonne macht das über die Masse. Klar, wir können das in unserem Experiment nicht machen. Das heißt, wir müssen uns jetzt das Lawson-Kriterium angucken, wie es aussieht für die DT-Reaktion. Da ist wieder unsere Temperatur, da ist wieder Dichte mal Energieeinschlusszeit. Was hier Zündung heißt, diese Linie, die hat hier das Minimum bei den 200 Millionen Grad, von denen ich gesprochen habe. Was Zündung heißt, heißt gerade, dass Sie das Plasma aufheizen auf diese Temperatur und die Energieeinschlusszeiten, die Dichte sind so groß, dass wenn Sie Heizung ausmachen, brennt das Ganze von selbst weiter. Das heißt, die Energie, die bei der Fusion erzeugt wird, hält das Ganze am Brennen und steht dann zur Verfügung, geht über Strahlung und Wärmeleitung raus und das Ganze ist stationär. Bis dahin müssen Sie es aber aufheizen. Und die Parameter, zunächst mal steht hier N mal Tau. Und man hat das Gefühl, man kann da sehr stark variieren, weil nur das Produkt zählt. Also wenn Sie ein Produkt sozusagen eine bestimmte Größe geben müssen, wenn Sie es einen Faktor 10 größer machen, das ist ein Faktor 10 kleiner, ist das Produkt immer noch gleich groß. 10 mal ein Zehntel gibt 1. Tatsächlich liegt aber die Temperatur fest und naja, wir können im Magnetfeld einige Bar kompensieren, aber nicht 10 hoch 11, das können Sie sich auch vorstellen. Fahrradreifen, der aufgepumpt wird, stark. Rennradreifen, 10 hoch, der geht auf 8 Bar oder sowas, aber nicht auf 10 Millionen Bar. Und so ähnlich ist es im Magnetfeld auch, wir bleiben im irdischen Bereich von Drücken. Und da können Sie einfach ausrechnen, wie groß ist die Dichte. Die ist lächerlich klein, die ist dann nur noch 10 hoch 20 Teilchen pro Kubikmeter. Erinnern Sie sich dran, 10 hoch 26 die Luft, die uns umgibt. Das heißt, wir nehmen nicht nur ein Wasserstoffgas, das wir da reinfüllen und aufheizen, wir verdünnen das Wasserstoffgas extrem. Dieser Behälter, den Sie gesehen haben, das ASTEX Upgrade Experiment, ist eigentlich eine Vakuumapparatur, wo Experimentalphysiker froh wären, wenn sie so ein gutes Vakuum hinkriegen. Weil wir das Vakuum nehmen und dann 1 Million Mal heißer machen, bei gleichzeitig 1 Million Mal kleinerer Dichte, ist der Druck, der das Produkt ausbeinen ist, gerade wieder ungefähr ein Bar. Ja, also das ist auch die Antwort darauf. Vielleicht haben Sie sich gefragt, bei meinem Filmchen, irgendwo kommt das Plasma ja doch mit der Wand in Berührung hier. Warum verkokelt die Wand nicht einfach, löst sich auf, sozusagen bei diesen hohen Temperaturen? Die Temperatur ist riesig, der Energieinhalt ist ganz gering. Der Energieinhalt von unserem Plasma in ASTEX Upgrade, der Energieinhalt, die Temperatur ist wirklich 150 Millionen Grad. Mit dem Energieinhalt können Sie mal gerade eine Tasse Kaffee so heiß machen, dass das Wasser drin anfängt zu kochen. Mehr ist es nicht, was da drin steckt, weil es unglaublich wenige Teilchen sind. Millionenmal weniger Teilchen in so einem Würfel als in der Luft, die uns umgibt. Damit liegen die Zielparameter fest und wir wissen genau, was wir zu tun haben in unseren Experimenten. Was wir oft machen, wir zeigen das sogenannte Q, das ist die Fusionsleistung durch diese externe Heizung, mit der wir das Plasma am Anfang aufheizen. Zündung heißt Q unendlich, weil extern null ist, also sozusagen da geht es durch die Decke und alles ist wunderbar und Sie brauchen keine externe Heizleistung. Es gibt noch eine Linie, die wir immer einzeichnen, Break-Even, da heben sich die beiden, also sozusagen die erzeugte Energie und die Energie, die wir zum Heizen reinstecken, die sind dann gerade gleich groß. Ja, aber damit kommt noch keine Nettoenergie raus, aber da ist man schon in diesem Bereich, wo man an die Zündung hingeht. Und von dem Q, diesem Ding, das werde ich jetzt gleich zeigen, kann man zeigen, dass das geht wie Dichte mal Temperatur mal Tau. Den Plot habe ich Ihnen hier gemacht, der ist praktisch der gleiche wie der vorher. Nur, dass ich mit der Temperatur durchmultipliziert habe, das hat auch den Vorteil, dass hier letztlich der Druck, Dichte mal Temperatur, ist der Druck steht. Ich zeige Ihnen jetzt gleich, wo wir stehen mit unserer Forschung und da werde ich Ihnen genau dieses Diagramm zeigen. Wichtig sozusagen, jetzt habe ich das so aus dem Ärmel geschüttelt, also wir nehmen Gas, wir verdünnen es auf 10 hoch 20 statt 10 hoch 26, Millionen mal weniger Teilchen drin. Wir machen es auf 200 Millionen Grad heiß und schon geht es los. Und dann müssen wir noch die Energieeinschlusszeit hoch genug kriegen dabei. Die Energieeinschlusszeit hochzukriegen ist leider gar nicht so einfach. Also tatsächlich haben wir schon 400 Millionen Grad erreicht in unseren größten Anlagen. Die Teilchendichte von 10 hoch 20 pro Kubikmeter erreichen wir auch. Aber die Energieeinschlusszeit, die sollte von der Größenordnung einigen Sekunden sein. Also wie gesagt, nicht die Entladungsdauer, sondern die Dauer, wie lange es dauert, bis man den Energieinhalt einmal durchgerührt hat drin. Und die ist zum Beispiel in unserem ASTEX Upgrade oder im Wendelstein 100 Millisekunden, also ein Faktor 10 zu klein. Und wir müssen irgendwie ran, sozusagen, dass wir
da hinkommen in dieses Gebiet. Sie sehen auch, das ist der erste russische Zockermarkt gewesen, sozusagen, der ist da irgendwo links unten, logarithmische Skala, das heißt jedes Mal ein Faktor 10 in diese Richtung. Da gab es einen weiteren russischen Zockermarkt, unser erstes Garchinger Zockermarkt-Experiment, unser jetziges Zockermarkt-Experiment. Und da oben ist das größte Fusionsexperiment weltweit, JET, Joint European Torus, was in England betrieben wird. Und die kratzen gerade an dieser Kurve, sozusagen, wo man so viel Fusionsleistung erzeugt, wie man reinsteckt an Heizleistung. Daraus kann man auch noch keinen Reaktor machen, wir wollen viel mehr rausholen dabei. Was ist das Problem bei der Wärmeisolation? Vorhin habe ich Ihnen gesagt, die Teilchen laufen wie auf Schienen dem Magnetfeld nach. Das stimmt auch, aber nur so lange, wie sie ein anderes Teilchen treffen. Wenn sich zwei Teilchen bewegen, gibt es einen Stoß, Coulomb-Stoß, also so eine elektrostatische Abstoßung. Und dabei versetzen sich die Teilchen, wenn sie nahe kommen, um einen Gyroradius. Also können Sie ausrechnen, ich nehme mal an, es gibt eine bestimmte Frequenz, mit der die Teilchen stoßen. Und bei jedem Stoßversatz geht es um einen Gyroradius nach außen. Wie ist denn dann die Wärmeisolation davon? Und das haben die Tokamak-Physiker in den 60er Jahren gemacht und haben rausgekriegt, ein Tokamak mit Radius 15 cm sollte zünden. Also sprich, nach der klassischen Theorie, die ich Ihnen gerade gesagt habe, wäre der Tokamak, der zündet, ungefähr so groß. Und tatsächlich muss er 6 bis 7 Meter groß sein, weil nicht mal unser Jet, der schon 3 Meter großen Radius hat, reicht dafür. Das ist die Antwort darauf, warum es so lange dauert, warum die Leute am Anfang gesagt haben, sieht doch easy aus, das kriegen wir hin. Die Leute mussten lernen, die Physiker dieser Generation, dass wenn man anfängt, das Plasma zu heizen, dass der Transport, die Wärmeleitfähigkeit um bis zu 10.000 Mal höher ist, als man das eigentlich ausgerechnet hat, aufgrund von diesen Kollisionen. Das war eine sehr schmerzhafte Erkenntnis natürlich, weil das heißt, je mehr man heizt, umso schwieriger wird es, da hinzukommen zu dem Resultat. Das hat auch dazu geführt, also sozusagen diese Teilchenstöße, das kann man auf dem Blatt Papier ausrechnen, wie groß die Wärmeleitfähigkeit ist. Die Leute haben sich dann gefragt, was kann denn eine Rolle spielen, was kann denn so eine große Wärmeleitfähigkeit hervorrufen? Und die Antwort ist, das Plasma ist halt ein System aus sehr vielen Teilchen und das Plasma macht Turbulenz. Das heißt, die Wärmeverluste gehen überhaupt nicht über einzelne Teilchenstöße. Die gibt es auch natürlich und drunter, unter dem riesigen Transport, liegt ein ganz kleiner Transport, der von so Stößen kommt. Aber im Wesentlichen gibt es eine turbulente Durchmischung. Sie wissen vielleicht, dass schon die einfache Turbulenz im Wasserrohr nicht wirklich verstanden ist. Also man kann messen und dann hinterher gucken, wie viel Druck man anlegen muss, um einen bestimmten Wasserstrahl durchzuschicken. Aber ausrechnen von ersten Prinzipien kann man es noch nicht. Wenn Sie es mit so einem Objekt zu tun haben, ist es nochmal komplexer. Das heißt, wir haben erst in den letzten 10 Jahren so richtig verstanden, wie diese Turbulenz funktioniert. Da kommen die Supercomputer ins Spiel. Ich zeige Ihnen mal eine Simulation. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Stunden auf Tausenden von CPUs diese Simulation verbraten hat. Aber was man da sieht, ist ein Querschnitt des Plasmas. Und aufgetragen ist sozusagen nicht die nehmen Sie das als Dichte oder als Temperatur, ist egal, eine Größe, die nach außen transportiert wird. Aufgetragen ist nicht die gesamte Dichte, sondern nur der fluktuierende Anteil davon. Und Sie sehen, dass sich da so Strukturen ausbilden, die radial nach außen gehen und längs denen kann die Wärme nach außen fließen. Und das ist, was wir gelernt haben, dass diese Turbulenz, wie die Turbulenz auf der Wetterkarte, wenn Sie abends schauen, Hoch- und Tiefdruckwirbel, die sorgt dafür, dass das Plasma durchgemischt wird. Und die typische Größe von den Wirbeln ist im Bereich von einigen Zentimetern, oder 10 cm, während der Radius, dieser Gyrationsradius, von der Größenordnung Millimeter ist. Das heißt, wenn ich jetzt da so einen Gyrationsradius, um den das Plasma sich, die Teilchen sich ja nur versetzen sollten, einzeichnen wird, ist der vielleicht so groß wie der Laserpointer, vielleicht sogar noch kleiner. Und das sorgt dafür, dass die Wärme viel schneller durch diese turbulente Wirbelbewegung nach außen transportiert wird und sorgt letztlich dafür, dass die Wärmeleitfähigkeit so groß ist, dass wir zwar die Temperaturen erreichen, aber wie die Wilden heizen müssen. Und wenn Sie es besser machen wollen, müssen Sie die Maschine größer machen. Das sorgt dafür, dass die Maschine, jede Generation von Fusionsmaschinen ist größer geworden als die vorherige. Mit jeder Maschine, also das ist der Querschnitt hier von unserem Astex Upgrade, so rum, Torus sich vorstellen, das ist nur der Querschnitt davon. Da ist der Jet, von dem ich schon gesprochen habe, das in noch Europa, England betriebene Gemeinschaftsexperiment, Joint European Torus. Da ist ITER, das ist das Experiment, was gerade in Südfrankreich aufgebaut wird, da ist der große Radius des Plasmas 6 Meter. Und da können wir inzwischen vorhersagen mit unseren Codes, wenn wir den bauen, dann wird die Energieeinschlusszeit 3 Sekunden sein und die ist lang genug, um tatsächlich mehr Energie rauszuholen aus Kernfusion, als wir zur Heizleistung da reinstecken.
JET sehen Sie da rechts drüben. Das ist jetzt so eine Zeitspur von JET, wo man es mal drauf angelegt hat, mit Deuterium und Tritium möglichst viel Fusionsleistung zu machen. Und da sehen Sie ungefähr dieses Verhältnis 1, was ich Ihnen gesagt habe. Da ist die Heizleistung 25 Megawatt, da ist die Fusionsleistung 16 Megawatt, die dabei zusätzlich erzeugt wird. Das heißt, wir knapsen an diesem, sozusagen an dieser grünen, an dieser roten Kurve, Break-Even, aber wir sind noch nicht drüber. Wir müssen es noch mal größer bauen als das. Der Fortschritt, den wir in den letzten Jahren erreicht haben, ist riesig. Also wenn Sie das NT-Tau anschauen, dieses Dichte mal Temperatur mal Energieeinschlusszeit als ein Fortschrittsparameter, der ist hier aufgetragen, die blaue Linie über die Jahre. Und da unten ist die Fortschrittslinie, von der die meisten Leute glauben, dass das der tollste Fortschritt ist, den wir haben, nämlich wie die Rechenleistung in den Computern hochgegangen ist über die Jahre, beziehungsweise die Integrationsdichte auf so einem Computerchip. Und wir sind ein kleines bisschen steiler als das. Vorsicht, Propagandafolie. Der große Unterschied, auf dem ersten Prozessor konnten Sie schon was rechnen. Mit den Dingern können Sie immer noch keine Nettoenergie gewinnen. Das ist das Problem sozusagen. Das ist auch das Problem letztlich in der politischen Darstellung, zu sagen, wir bauen es immer größer und erst wenn wir es riesig bauen, dann funktioniert es. Das ist was ganz anderes, als zu sagen, ich habe ein Solarpanel und damit leuchtet eine Lampe und wenn ich 100 habe, dann leuchten 100 Lampen. Gut, also unsere Extrapolation führt auf den ITER hin und ich werde Ihnen gleich ein bisschen was von ITER erzählen, aber vorher kurze Klammer, wo ist denn der Stellarator? Das sind alles Tokamaks, unser W7X, der ist in Betrieb gegangen 2016 von Deutschlands berühmtester Physikerin, der große Knopf gedrückt worden, Frau Merkel war da und hat den Knopf drücken dürfen, dass die erste Entladung angegangen ist. Den aufzubauen war nicht so ganz ohne, also Sie sehen hier Leute sozusagen den Kran bedienen, wo ein so ein Segment mit Spulen gebracht wird. Insgesamt, das sind 10 Meter von hier bis hier. Die Spulen sind supraleitend, das heißt, neben den 100 Millionen Grad heißen Plasma gibt es eine Isolation und bei den Spulen ist dann auf knapp an den Nullpunkt 4 Grad Kelvin, also minus 270 Grad Celsius abgekühlt, damit die Spulen funktionieren, ohne dass man groß Energie drin verbraten muss. Funktioniert wunderbar und wir sind eigentlich jetzt ziemlich zuversichtlich, dass der Stellarator eine sehr gute Alternative zum Tokamak ist, vielleicht sogar das bessere Konzept. Da sehen Sie so ein schönes futuristisches Bildchen, da haben wir die Magnetfeldlinien vermessen, indem man Elektronenstrahlen langschicken auf so ein fluoreszierendes Medium. Das Schöne ist eigentlich nicht, dass es so doll aussieht, sondern das Schöne ist, wenn Sie vorher ausrechnen, wie die Bahnen von den Elektronen sein sollen, dann liegen die im Millimeterbereich da drauf. Das heißt, die Maschine, obwohl sie 10 Meter groß ist, ist gebaut, so dass es unter einen Millimeter Toleranz in der Positionierung der Spulen gibt. Und das Magnetfeld funktioniert. Sieht man auch, wenn man sich so eine Plasmaentladung anguckt. Das ist jetzt eine Plasmaentladung in W7X. Und die ist jetzt echt super langweilig. Und das ist gut so, weil das heißt, dass es im Wesentlichen stationär ist. Ja, also die Idee ist sozusagen, dass man hat dieses Magnetfeld und man zündet das Plasma da drin. Wir müssen natürlich heizen die ganze Zeit. Und das sozusagen brennt nicht, aber entlädt sich sozusagen als Plasmaentladung vor sich hin, ohne dabei zu fluktuieren und an die Wand zu fahren und ähnliches. Das funktioniert ganz hervorragend im Stellarator. Wir sind auch sozusagen größte Maschine gleich im letzten Jahr zu einem neuen Rekordwert für Stellaratoren gekommen. Der kommt jetzt auch in die Nähe von unserem Garchinger-Experiment und da oben hin. Da ist der W7X, wir denken, dass der am Schluss mal da irgendwo landen wird. Das heißt, ein Reaktor-Stellarator, der dann nochmal größer wäre, der hätte deutlich bessere Eigenschaften wahrscheinlich als der Tokamak, wenn sich das alles bewahrheitet. Aber es fängt gut an. Zurück zum ITER. Da ist unser ASTEX-Upgrade in Garching. 3 Meter Durchmesser, 1,5 Meter Radius von der Plasmakammer. Da ist der JET, von dem ich schon gesprochen habe, in Betrieb, von dem diese Zeitspur war mit den 16 Megawatt DT Fusionsleistung. Und da ist der ITER nochmal ein Faktor 2 größer, Lineardimension. Der soll 500 Megawatt thermisch liefern, das heißt, er soll netto sozusagen Energie liefern. Der wird allerdings, da wird keine Generatoren und Turbinen hinten dran angeschlossen sein, sondern der wird Wasser warm machen, sozusagen, das ist ein Physikexperiment. Aber der wird die Grundlage liefern für dieses Selbstheizen des Plasmas. Gut, so sieht der ITER aus. Nochmal so ein tolles Design. Großer Radius 6 Meter, kleiner Radius, das ist der hier, 2 Meter, 15 Megaampere, also nochmal Faktor 10 höherer Strom als in unserem Experiment, 5,3 Tesla, das ist ein ziemlich flottes Magnetfeld, ein richtig starker Stabmagnet hat vielleicht 0,5 bis 1 Tesla, das heißt 5-mal stärker. Fusionsleistung 500 Megawatt und Brenndauer 400 Sekunden, das ist ein Experiment, was das zeigen soll. Das ist nicht ausgelegt, sozusagen dann von draußen Energie zu machen. Kosten 15 Milliarden Euro, das erfordert eine weltweite Anstrengung.
sozusagen, man kann viel diskutieren über solche Kosten und 15 Milliarden Euro sind echt viel Geld. Das Energieeinspeisegesetz kostet uns jedes Jahr 25 Milliarden Euro, den Steuerzahler. Nur zum Vergleich, ich will nichts gegen das Energieeinspeisegesetz sagen, sondern wenn sich die Gemeinschaft einig ist, dass sie was haben will und was für wichtig hält, sind 25 Milliarden ein Klacks. Also sozusagen nicht für den Einzelnen, aber für ein einzelnes Land und sicher für diese Staatengemeinschaft ist das sozusagen Geld, was investiert wird in Forschung. Übrigens gleiche Größenordnung wie CERN zum Beispiel, da wird auch sowas, ein- bis zweistellige Milliardenbeträge ausgegeben. Die Maschine wird in Frankreich, Katarasch, gebaut, von China, Europa, Indien, Japan, Korea, Russland und den USA zusammen. Und wenn Sie ITER schon mal in der Zeitung gesehen haben, da steht manchmal was drin drüber, dann steht immer drin, wird immer teurer, braucht immer länger. Klingt so wie Berlin-Brandenburg. Ein bisschen ist das sozusagen dem Projekt in die Wiege gelegt worden durch diese wunderschöne Konstruktion. Denn das wurde als ein Friedensprojekt gegründet. Das heißt, es hieß damals Gorbatschow, Reagan haben die allerersten Pläne dazu gemacht, 89 oder so. Es hieß, jeder Partner, der mitmacht, soll jede Technologie lernen können da drin. Also nicht, ich gebe der Industrie was zum Bauen, sondern in Frankreich ist das Gastgeberland. Und weltweit all die Partner bauen irgendwelche Komponenten für ITER und bringen die alle nach Frankreich und da wird es zusammengebaut. Sie können sich vorstellen, dass das nicht die effizienteste Art ist, so ein Experiment aufzubauen. Aber es ist die Art, wie alle was lernen dabei. Und es ist halt so eingetaktet worden damals. Da ist übrigens der Mensch, der da hochguckt, sozusagen, der ist jetzt schon relativ klein. Hier ist so ein schönes Beispiel, das ist das Spulensystem von ITER. Und da ist der Kryostat. Und da sehen Sie die Flaggen der Geberländer, der Länder, die mitmachen, die sind schön verteilt über die ganze Maschine. Unter anderem auch so, dass eine Komponente, die 18 Mal, diese Spulen, der hat 18 solche Spulen, die Komponente wird nicht von einem Partner gebaut, sondern die wird von 6 Partnern gebaut. Das heißt, sie bringen sozusagen, jeder bringt 3 Spulen an und dann wird es zusammengeschraubt. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben sozusagen. Es gibt natürlich ein Design- und Qualitätsmanagement, das sich das anguckt und genau vorschreibt, wie die Spulen aussehen müssen. Aber das ist genau so ein Ding, wo Sie denken würden, da wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen, eine Partei hätte das gebaut und die andere was anderes. Aber alle 6 können hinterher eine ITER-Spule bauen. Das heißt, die können alle hinterher gehen und sagen, wenn das funktioniert, baue ich meinen eigenen Fusionsreaktor. Das war damals die wesentliche Idee dahinter. Also steht hier drunter sehr komplexe Projektsteuerung. Ein Teil der Kosten und Zeitverzögerung, die ITER erfahren hat, sind sicher dem hier geschuldet. Das andere ist dem geschuldet, dass wir völliges technologisches Neuland bei manchen Dingen betreten. Also sozusagen, es ist einfach Forschung und an der Spitze von Forschung und Technologie. Und dann kann es eben auch sein, dass es mal länger dauert. Allerdings, also ich bin öfters mal in Katarasch, um da zu diskutieren mit den Leuten und mit dem Fortschritt anzubauen. Wir bauen auch Komponenten für ITER in Garching und in Deutschland auch in Karlsruhe und in Jülich für die ITER-Maschine. Und wenn man am Anfang hingekommen ist, hat man immer ein frustrierendes Erlebnis gehabt, weil da eine große eingeebnete Fläche war, auf der sich nichts getan hat, weil das den Vorlauf braucht, um zu planen und sich zu überlegen, was man macht und das anzuleihen. Wenn man jetzt hinkommt, jedes Jahr, wenn man hinkommt, stehen neue Sachen da, ist was Neues aufgebaut. Es ist wirklich beeindruckend. Also hier ist so ein Bild von oben auf den ITER-Komplex. Das ist der Komplex, wo das, der Tokamak selbst drin ist. Das ist die Montagehalle dahinter. Da sind Spulen, sind Gebäude, in denen zum Beispiel die Spulen gewickelt werden. Die größte Spule von ITER ist so groß, dass man sie nicht von Korea oder wo hierher fahren kann nach Frankreich, sondern da wird der Supraleiter hingebracht und der wird dann da gewickelt in diesen Hallen. Und Sie sehen, da fahren LKWs rum, Kräne stehen da irgendwo. Sie sehen an der Dimension, dass das jetzt einfach eine, sozusagen eine Baustelle ist, auf der was vorwärts geht. Und wir sind jetzt inzwischen relativ zuversichtlich, dass 2025 ist das Datum, das ITER rausgibt im Augenblick und dann lassen sie es 26 oder 27 sein, aber es wird irgendwann fertig im nächsten Jahrzehnt. Und es sieht wirklich gut. Es sind über 90% des Geldes sind gebunden und man weiß, wie man das macht. Und da sind Dinge verbaut schon drin, von denen man vor 10 Jahren noch keinen Plan gehabt hat, wie man sowas überhaupt tun sollte. Es geht sehr gut vorwärts und das ist jetzt wirklich sozusagen das Experiment der Fusionsforschung, das zeigen wird, ob das Ganze denn jetzt so funktioniert oder nicht. So, jetzt kommen wir dann nochmal zu der Zeitskala, weil das immer sozusagen über der Fusionsforschung, Sie kennen wahrscheinlich, vielleicht nicht alle, aber ich kriege das immer zu hören, man weiß ja, dass die Fusionsforschung eine Konstante hat, nämlich in 30 Jahren ist es fertig und das ist immer so. Also erstmal habe ich Ihnen diese Fortschrittswerbegrafik gezeigt, um Ihnen zu zeigen, dass wir tatsächlich Fortschritte gemacht haben und nicht nur immer die Zeitskala vor uns herschieben. Und dann sehen Sie hier jetzt, da ist 2020,
Das ist die europäische Roadmap zum Fusionskraftwerk. Da ist ITER und da ist ein Demonstrationskraftwerk. Das heißt, das wäre echt ein Ding, was ans Netz geht und Elektrizität abliefert. Aber hier steht ITER irgendwann in den 2030ern. Das heißt, sind eigentlich keine 20, 30 Jahre mehr. Wir kommen auf sowas wie vielleicht 15, bis das Ding Energie liefern soll dabei. Und ITER ist die Maschine, in der das passiert. Und es ist auch klar, ITER ist immer noch ein Physikexperiment. Und wenn ITER nicht funktioniert, dann haben wir, glaube ich, gezeigt, dass es nicht geht. Aber es gibt im Augenblick keinen Showstopper. Also was wir an unseren Experimenten machen, an unserem Astex Upgrade, deutet alles darauf hin, dass alle Prinzipien, auf denen wir ITER aufgebaut haben, richtig sind, richtig verstanden und dass, wenn es angeschaltet wird, natürlich braucht es 6, 7, 8 Jahre, bis es auf volle Touren kommt, dass es dann auch funktioniert. Und dann würde hier irgendwann die Elektrizität im Netz bereitstehen. Ich sage dann noch was dazu gleich, weil die Frage auch immer oft kommt, wird es denn schneller gehen? Es würde schneller gehen. Wir machen das in gewisser Weise nicht parallel, sondern sequenziell. Erst wenn ITER Full Performance, also wenn ITER gezeigt hat, dass es funktioniert, fängt man an, den Demo zu bauen. Wenn Sie es echt eilig haben, würden Sie einfach eine Maschine parallel zum ITER bauen. Und tatsächlich sind die Chinesen, bei denen das Energieproblem ein bisschen andere Dimensionen hat als bei uns, dabei, eine Maschine zu bauen, die eher schon unserem Demonstrationsreaktor entspricht. Die sind in der Planungsphase, wollen 2020 oder 2021 entscheiden und würden wahrscheinlich parallel zu ITER ein Ding bauen, was mit dem ITER zusammen bereits den Schritt darstellt, dass man da Fusionsenergie auch ans Netz tun kann. Gut, jetzt zeige ich Ihnen noch, wie so ein Fusionskraftwerk aussehen würde. Also da ist das Plasma, darüber habe ich jetzt die ganze Zeit geredet. Da kommen die Brennstoffe, Deuterium und Tritium. Tritium, habe ich Ihnen vorher gesagt, gibt es nicht auf der Erde, muss man sich erst beschaffen, erbrüten. Das ist radioaktiv mit 12 Jahren Halbwertszeit. Das heißt, das will man auch gar nicht in großen Behältern durch die Gegend fahren. Und das kann man sich aus Lithium beschaffen. Die Neutronen, die hier rauskommen bei der Kernfusionsreaktion, die erbrüten Tritium. Und das Tritium wird nur im Innersten der Maschine erbrütet und gleich wieder verbraucht. Also man erzeugt sich so viel Brennstoff, wie man braucht. Ein Neutron erzeugt ein Tritium und das Tritium wird dann auch wieder verbrannt. Das heißt, das Inventar ist gering. Das Inventar ist Größenordnung 10 Kilo oder sowas von dem Tritium, was da drin ist, mehr nicht. Deshalb sind die Primärbrennstoffe auch Deuterium und Lithium und nicht etwa Tritium. Tritium ist sozusagen ein Zwischenprodukt in der Anlage drin. Und dann sozusagen auch eine Frage, die häufig gestellt wird, wie geht es dann weiter? Dann machen wir ein Kühlmittel heiß und das läuft in der Turbine und dann kommt Strom ins Netz. Also es ist auch irgendwie ein bisschen unbefriedigend, dass man so ein Hightech-Ding gebaut hat und am Schluss macht man damit Wasser warm, aber im Augenblick sieht es so aus, wenn Sie Leute zum Beispiel, die irgendwie sozusagen andere Brennstoffe erzeugen wollen und dazu hohe Prozesswärme brauchen, die würden sagen, eure Prozesswärme ist ganz prima und wir könnten uns auch vorstellen, daraus, was weiß ich was, andere Dinge zu machen, die wir dann als einen Brennstoff der Zukunft hätten. Gut, was wären die Eigenschaften von Fusionskraftwerken? Also geeignet für Grundlastausregelung würde sich ergänzen. Ich glaube nicht, dass Fusionsenergie je Solarzellen oder Windkraftwerken Konkurrenz machen wird, weil die einfach viel zu unterschiedlich sind. Sie brauchen eine Ergänzung. Sie brauchen irgendwas, wo Sie sagen, jetzt brauchen wir Energie, dann steht die da bereit, egal ob der Wind weht oder die Sonne scheint. Aber Sie müssen natürlich das einspeisen in ein großes Netz. Da würden die Fusionskraftwerke eine ganz gute Rolle spielen. Wir machen auch so Systemstudien, wo wir überlegen, wie das da reinpasst. Es ist eine nachhaltige Energiequelle, weil der Brennstoff für viele Millionen Jahre vorhanden ist. Deuterium gibt es im Meerwasser zum Beispiel, hatte ich gesagt. Zwar nur 0,01% des verfügbaren Wasserstoffs liegt als Isotop Deuterium vor, aber es gibt viel Wasserstoff und man braucht nicht viel, um Kernfusion zu machen. Und Tritium wird man aus Lithium gewinnen und Lithium wiederum. Wir brauchen Lithium, wir könnten aber zum Beispiel aus verbrauchte Laptop-Batterien oder sonst was nehmen, weil wir das Lithium-Isotop brauchen, was in den Batterien gar nicht gebraucht wird. Das Lithium-6, was viel weniger dafür viel weniger auf der Erde vorkommt. Fusionskraftwerke wären günstige Umwelteigenschaften, aber es gibt klar keine CO2-Emissionen, weil nichts verbrannt wird. Es gibt keine unkontrollierte Kettenreaktion, so wie bei der Spaltung. Das ist ein Riesenunterschied. Der Spaltungsreaktor sitzt auf seinem Brennmaterial für die nächste halbe Jahr oder Jahr oder so, die Kernbrennstäbe, und Sie müssen im Fehlerfall da aktiv reagieren und was rausziehen oder was reinfahren, Moderator, je nachdem, wie das aufgebaut ist. Bei uns geht die Kernfusionsreaktion einfach aus. Also alles, was bei uns sozusagen dazu, Sie sehen ja, wie wir uns anstrengen müssen, um das Ding überhaupt zum Laufen zu kriegen, alles, was dabei schief geht, führt dazu, dass das Feuer einfach erlischt und die Entladung
vorbei ist. Und die Energie ist tatsächlich so gering, dass sie die Maschine nicht zerstören kann, die da drin ist. Also unser Asterix Upgrade, da unser Plasma mit 200 Millionen Grad, das verabschiedet sich schon auch mal an die Wand und da passiert nichts bei. Da geht das Plasma aus, weil es halt ganz geringe Energiedichte hat. Die Nachwärme kann die Anlage nicht zerstören, also es gibt keine Kernschmelze. Und der radioaktive Abfall, also die Neutronen sozusagen aktivieren die Strukturmaterialien außenrum, braucht keine Endlagerung, weil sie in der Hand haben, was sie für Halbwertszeiten haben. Und nach, sagen wir mal, 100 Jahren oder so ist das Ganze völlig so, dass sie es mit Hand anfassen könnten, wieder rezyklieren oder ähnliches. Und für mich persönlich ist das fast der größte Vorteil, denn ich glaube schon dran, dass man einen Spaltungsreaktor so bauen kann, dass er nicht durchgeht und keine Kettenreaktion macht. Aber die Endlagerung ist ein immanentes, inhärentes Problem der Kernspaltung sozusagen. Da kommt man, das liegt am Brennmaterial, da kommt man nicht drum rum, so wie es im Augenblick aussieht. Gut, damit bin ich am Ende und mache noch eine Zusammenfassung. Also wir haben in den letzten Jahren große Fortschritte erzielt und der nächste Schritt, ITER steht vor der Tür, wir bauen dran. Der Weg zum Fusionskraftwerk sieht den ITER vor und dann diesen Demo, der eben Kraftwerksbetrieb wäre schon. Und Fusionskraftwerke könnten ab 2050 ein Baustein der Energieversorgung sein. Immer noch rechtzeitig, um eine weltweite Energiewende zu vollziehen. Und die Entwicklung wird kontinuierliche Unterstützung benötigen. Die haben wir aber auch sozusagen, das ist ein Programm, was sehr weit angelegt ist und einen längeren Zeithorizont hat. Und Nebenbemerkung, die deutsche Fusionsforschung spielt eine wichtige Rolle dabei. Wir sind relativ stark aufgestellt in Deutschland, habe schon gesagt, Garching und Greifswald, Max-Planck-Institute und dann Helmholtz-Institute in Karlsruhe und Jülich. Und mit W7X wird der Stellarator auch eine wichtige Rolle spielen. Damit bin ich am Ende und beantworte gerne noch Fragen, wenn es gewünscht ist.